Die Affen brechen aus. Hilfe! Aber keine Panik, die dürfen das hier. Die Affen dürfen das. Ich befinde mich jetzt hier außerhalb vom Zoogelände, hinter dem Zaun quasi, am faulen See. Und ja, man kann hier beobachten, dass die Affen hier ihre Kletterkünste zeigen, indem sie hier auf die Bäume klettern. Laternenmasten, Telefonmasten und Kabel dienen dazu, als Brücke zu fungieren. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig eigentlich. Vor einigen Jahren war auch hier in der Nähe des Zoos, dort gibt es einen Platz, der nennt sich Berliner Platz, dort gibt es einen Supermarkt. Und dort wurde einmal ein Äffchen evakuiert. Denn es war dort aufs Dach geklettert und ja, wollte irgendwie nicht mehr zurück oder konnte nicht oder wie auch immer. Und deswegen wurde das damals gerettet und zurückgebracht. Die Affen sind los. Einer geht vor, der ist der Chef und die anderen gehen alle hinterher. Und tschüss. Die kommen wieder, die wissen, wo es das leckere Futter gibt. Da macht sich der Zoo keine Sorgen drum. Die sind immer wieder gekommen bis jetzt. Der Chianti-Rothund, auf Lateinisch Cuon alpinus lepturus, ist eine asiatische Wildhundart. Er lebt in großen Rudeln, die in Extremfällen bis zu 50 Tiere umfassen können. Als Rudeljäger ist er sehr erfolgreich. Zu seiner Beute gehören Tiere bis hin zum Wildrind und manchmal sogar andere Raubtiere wie Bären. Dabei kommt dem Rothund sein Rudelleben zugute. Mit einem Körpergewicht von 20 Kilogramm gehört er nicht zu den größten Raubtieren seines Lebensraums, aber das Leben in der Gruppe macht ihn stark. Die meisten Teile seines Verbreitungsgebiets teilt sich der Rothund mit dem Tiger und selbst diese große Raubkatze geht einem Konflikt mit den Wildhunden aus dem Weg. Rothunde verständigen sich nicht wie andere Hunde mit bellenden Lauten, sondern durch sehr hohe, fast pfeifende Töne. In Indien nennt man sie deswegen auch pfeifende Jäger. Häufig werden Rothunde mit den heimischen Rotfüchsen verwechselt. Jedoch unterscheiden sie sich in Kraft und Sozialverhalten sehr. Rothunde zeigen ein ausgeprägtes, straff, hierarchisch geordnetes Rudelleben, welches von einem Alpha-Paar angeführt wird, das als einziges für den Nachwuchs sorgt. In einem Wurf können sich bis zu 6 Jungtiere befinden. Das Verbreitungsgebiet des Rothund erstreckt sich von Indien über China
bis auf die Inselwelt Indonesiens. Hier leben die Rudel in Nadelwäldern, tropischen Regenwäldern, Gebirgslandschaften und Buschland. Wichtig für das ideale Revier ist die Nähe zu einer Wasserstelle. Diese wird nicht nur vom Baden und Trinken genutzt, sondern zieht auch Beutetiere an. Menschliche Siedlungen und Agrarland meiden sie. Anders als viele andere Kleinraubtiere sind Rothunde Kulturflüchter. Das heißt, sie scheuen die Nähe des Menschen und dessen Nutztieren auf dem Weideland. Momentan leben noch 1500 wildlebende Tiere. Der Trend geht leider eher zu der Bedrohung wegen dem Verlust vom Lebensraum und der Wilderei. Oh, heute ist wohl Badetag. Alles klar, da liegt ein Ball. Die Pfleger haben hier einen Ball hineingeworfen in den Teich und nun könnt ihr mir auch vorstellen, dass da auch Leckereien drin sind. Und nun versuchen die Rothunde damit zu spielen, beziehungsweise haben es versucht. Inzwischen ist das Interesse geringer geworden. Der Verwandtschaftsgrad der echten Hunde, auf Lateinisch Canidae, spaltet sich so auf, dass es 11 Unterarten des Rothundes gibt, 19 Unterarten des Wolfes, 2 Unterarten Dingos, 2 Unterarten äthiopischer Wolf, 2 Unterarten Waldhund, 1 Unterart Mähnhund, 44 Unterarten Rotfuchs und eine Unterart vom afrikanischen Wildhund. Und wer dort noch lebt? Rothunde teilen sich ihr Verbreitungsgebiet mit vielen anderen Raubtieren, die zum Teil ebenfalls bedroht sind. Die bekannteste Art ist der Tiger. In Indien treffen sie zudem auf den seltenen asiatischen Löwen. In China, dem Verbreitungsgebiet der im Zoo Schwerin gehaltenen Unterart, leben neben Wölfen und Leoparden auch die gefährdeten Riesenpandas. Die meisten Tiere fallen in das Beutespektrum der Rothunde.
Die Bären verlieren gerade ihr Winterfell, was man so an so kleinen weißen Zotteln sieht, also helleren Zotteln, denn das normale Fell der Bären ist ja eher dunkel und stellenweise lösen sich die Fellhaare, die Büschel, und da sieht man das ganz gut, dass sie jetzt das Winterfell verlieren. Hey, Mr. B. Ich glaube, ihr seid Schwestern, ne? Kann das sein? Oh, erstmal ein Nickerchen. Oh, ich gehe doch noch mal gucken, ob ich an den Ball rankomme. Okay, warte, ich komme mit. Halt, wo wollt ihr denn hin? Nehmt mich mit. Ey, ihr lernt's auch nicht, ne? Ihr kommt nicht an den Ball. Na, Papa, man kann's ja mal probieren. War doch ein Versuch wert. Diesem Moment beobachten konnten, dass das Rudel sich hier am Zaun versammelt hat, war klar, dass sie nicht nur deswegen da waren, weil Besucher da waren, sondern der Grund war, dass die Besucher, die hier gerade vorbeigingen, eine kleine Familie, dass die
einen Golden Retriever dabei hatten und die ja irgendwo auch artverwandt sind und daher das Interesse des Rudels sehr groß war in dem Augenblick. Liebe Zoomaniacs, das soll es nun auch schon wieder gewesen sein. Falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, abonniert uns doch gerne auch, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Wir sagen danke auch für Kommentar und Däumchen drücken und auf Wiedersehen. Tschüssi, bis bald.